So komme ich nun zu dem heutigen Referenten, Professor Dr. Thomas Köhler, und möchte ihn kurz vorstellen. Was heißt kurz? Sie haben eine ganz lange berufliche Biografie. Sie haben Psychologie und Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und am Liberal Arts College Swarthmore in den USA studiert und sich bereits in ihrer Diplomarbeit Anfang der 1990er Jahre über sozialpsychologische Prozesse in der computervermittelten Kommunikation auseinandergesetzt. Sie waren dann wissenschaftlicher Mitarbeiter, Doktorand, Postdoktorand und wissenschaftlicher Assistent an der Universität Jena in den Bereichen Kommunikationspsychologie bzw. Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie. Sie waren dann Juniorprofessor für Lehr- und Lernforschung unter besonderer Berücksichtigung multimedialen Lernens an der Universität Potsdam. Und seit November 2005 sind Sie Professor für Bildungstechnologie am Institut für Berufspädagogik der Fakultät für Erziehungswissenschaften an der TU Dresden. Sie sind außerdem geschäftsführender Direktor des Instituts für Berufspädagogik und Direktor des Medienzentrums der TU Dresden. Sie sind auch zudem Sprecher des Arbeitskreises E-Learning der Landeshochschulkonferenz in Sachsen seit 2007. Und zudem haben Sie zahlreiche Forschungsprojekte geleitet. Und in Ihrem heutigen Vortrag beziehen Sie sich, wenn ich das richtig gelesen habe, im Wesentlichen auf das Tech4Comp-Projekt. Herr Professor Köhler, ich freue mich auf Ihren Vortrag. Vielen Dank, Frau de Witt, für Ihre sehr freundliche Anmoderation. Ja, ich möchte der Frage nachgehen, inwieweit es möglich ist, eine Theorie des digitalen Lernens zu entwickeln. Und da habe ich als Überschrift vielleicht etwas plakativ gewählt, Daten treffen Daten. Wenn ich der Frage nachgehe, worin eine solche Theorie bestehen könnte, dann ist eine Grundüberlegung, dass es sich um eine Interaktion von Personen oder den Repräsentanten bestimmter Rollen im Bereich von Bildung, im Kontext von Bildung handelt und tatsächlich eine erste Überlegung dabei, dass diese Interaktion zwischen diesen Personen im Wesentlichen auf Basis von Daten stattfindet, dass man das aber auch weitergehend differenzieren kann und da vielleicht auch verschiedene Ebenen von Interaktion oder des Gebrauchs von Daten für die Interaktion, jedenfalls Kommunikation zwischen diesen Personen und Akteuren differenzieren kann. Also ob es darum geht, beispielsweise in einer physischen Kontextualisierung miteinander in Kontakt zu treten oder ob das keine Rolle spielt. Und ich werde tatsächlich, wie eben angekündigt, dann auch ein Beispiel bringen zum Abschluss der Vorlesung, welches auf dem Projekt Tech4Comp basiert, welches auch bereits vorangehend ist, wurde bei Herrn Wollersheim in der Vorlesung angesprochen war. Ich habe den Vortrag in vier größere und einen kleineren Schritt oder Abschnitt strukturiert. Zum einen möchte ich etwas sagen zu den Hintergründen meiner Forschung, auch das, was mich sozusagen beeinflusst und was das Nachdenken über KI und Daten beeinflusst. Zum Teil ist das jetzt in der Ankündigungen durch Sie, Frau de Witt, schon benannt worden. Zum Teil sind es aber vielleicht auch nochmal Aspekte, die mir wichtig sind und die ich mit sozusagen auf den Weg geben möchte. Dann möchte ich der Frage nachgehen, wie zeichnen sich denn oder welche Entwicklung gibt es gerade im Kontext einer digital immer häufiger gestützten Bildung? Kann man das vielleicht auch an verschiedenen Trends grob festmachen, ohne dass die den Anspruch haben, dann auch theoriewirksam zu sein? Und schließlich dann auf die Kernfrage kommen, nämlich welche Kernelemente oder welche Konfiguration könnte eine solche Theorie des digitalen Lernens haben, auch ein bisschen der Frage nachgehen, was muss eine Theorie eigentlich leisten diesbezüglich. Und dann, bevor wir in die Diskussion einsteigen, auf Erfahrungen und Entwicklungen aus dem Forschungsverbund Tech4Comp eingehen. In diesen fünf Schritten werde ich vorgehen und jetzt erstmal etwas zum Hintergrund. Ich selbst bin also hier an der Technischen Universität Dresden tätig und bin auch gerade jetzt an der Fakultät Erziehungswissenschaften
Und dort ist natürlich ein wesentlicher Aspekt, dass wir einerseits im starken Maße uns mit ingenieurwissenschaftlichen Fragestellungen auseinandersetzen, auch die Berufspädagogik hat einen Bezug zu betrieblichen, zu technischen, zu oft auch instrumentellen Fragen. Und Bildung ist dann auch mit unterschiedlichem Verständnis möglicherweise interpretiert. Es gibt unterschiedliche Traditionen, das erlebe ich oft auch durchaus als eine ja, als einen interessanten Diskurs zwischen den allgemeinbildenden und den berufsbildenden Fächern. Und mit meinem Fachgebiet für Bildungstechnologie bin ich aber gleichzeitig bei keiner spezifischen Fachdidaktik verpflichtet, sondern eben auch im eher allgemein berufsbildenden oder berufspädagogischen Bereich tätig. Die TU Dresden ist eine relativ große Universität, das wissen vielleicht die meisten von Ihnen, und ist de facto aber eine volle Universität. Das heißt, wir sind gar nicht so sehr auf den ingenieurwissenschaftlichen Bereich ausschließlich fokussiert. Wir haben auch Fächer wie Medizin, Lehramtsausbildung und andere Sozial- und Geisteswissenschaften und ein komplettes Set an Naturwissenschaften. Das sind so Psychologie. Also es gibt tatsächlich quasi das Fächerspektrum einer Volluniversität. Insofern sind die Fragestellungen auch zum Beispiel rund um digitale Transformation, Einsatz von digitalen Infrastrukturen und Lerntechnologien, welche die sich de facto auf alle Fächer beziehen. Und in meinen eigenen Forschungen und Entwicklungsprojekten begegnen mir oft auch eben interessante Gespräche mit Kolleginnen, die dann aus anderen Fachdomänen kommen und nicht unbedingt ausschließlich auf eine sozialwissenschaftliche Perspektive oder auf eine bildungswissenschaftliche, geisteswissenschaftliche Perspektive fokussieren, sondern tatsächlich das gesamte Repertoire. Das bedeutet dann auch eben gerade durch die Lehramtsausbildung, dass der Bezug zu verschiedenen auch Sektoren von Bildung eine Rolle spielt, also sowohl das Lernen in der Schule, vielleicht auch bei jüngeren Menschen, aber eben auch zum Beispiel die Teilhabe an Gesellschaft durch wissensbezogene Prozesse und Kooperationen bei Seniorenbevölkerung, die vielleicht schon nach der Erwerbsphase steht. Und ganz im Kern ist natürlich für Berufspädagogen immer die Frage auch, wie steht es denn tatsächlich um beispielsweise die Möglichkeit auch mit bestimmten Kompetenzen in betrieblichen Kontexten wirksam zu sein, nicht bloß während einer Berufsausbildung, sondern natürlich auch über die gesamte Tätigkeitsspanne hinweg. Also das ist sicher eine etwas andere Kontextualisierung, als die einige der Vorredner in den vorangehenden Vorlesungen hatten. Und deswegen wollte ich das auch nochmal, möchte ich auch mal deutlich machen an dieser Stelle. Gleichzeitig leite ich hier an der TU Dresden ein Forschungszentrum. Wir sind tatsächlich seit Beginn letzten Jahres ein reines Forschungszentrum. Vorangehend hatten wir an dem Medienzentrum, um sich handelt, auch technische Services, Infrastruktur, Fragestellungen, wie eine Hochschule ausgestattet ist, Medienplanung bis hin zu Geräteausleihe an Bord. Und das spielt natürlich auch eine Rolle bei meinen Überlegungen, dann zu sehen, über welche Infrastrukturen, auch welchen organisationalen Aufbau verfügen Bildungsinstitutionen zu dem Zweck, dass sie eben in der Lage sind, ihren Prozess der, wie man sagen, Produktion von Bildung auch auf den Weg zu bringen und welche personellen Rollen müssen dort auch differenziert angeboten werden. Es dreht sich dann eben nicht bloß um Lehrkräfte und um Lernende, sondern es dreht sich auch um viele weitere Akteure bis hin zu denjenigen, die eben technische Infrastrukturen betreiben, aber auch solche, die beispielsweise Veränderungsprozesse anstoßen. Und da haben wir sicher hier auch eine Rolle gespielt. Im Augenblick sind wir selbst von der Veränderung betroffen. Das Zentrum wandelt sich sozusagen und das ist jetzt das erste Mal, dass ich das offiziell sage, außerhalb der TU. Inzwischen gibt es auch eine entsprechende Beschlusslage. Wir werden ab demnächst unter dem Label Center for Open Digital Innovation Participation firmieren. Und genauso wenig wie der Begriff Medienzentrum sozusagen ausschließlich auf Bildung fokussiert, ist auch das neue Label ausschließlich auf Bildung fokussiert. Es geht dann tatsächlich um die Frage von Teilhabe, digital gestützter Teilhabe an eher offenen Innovationsprozessen. Also nochmal eine etwas andere Perspektive. Währenddessen ja mein Fachgebiet in der Berufspädagogik oder an der Erziehungswissenschaft eben die Bildungstechnologie ist. Ja, das zum Hintergrund und jetzt gleich im nächsten Schritt die Frage, welche Trends lassen sich denn beobachten im Kontext einer immer häufiger auch digital gestützten Bildung? Und ich habe hier als erstes eine Fotokollage hergestellt, weil die auch für den Vortrag durchaus wichtig ist. Zum einen sehen Sie hier zwei Kollegen und mich, die wir in Peking unterrichtet haben. Das war im Herbst 2019, das war dann 2020 nicht möglich und 2021 werden wir sehen, was wird.
wir, also zumindest nicht in Präsenz. Wir haben dort einen gemeinsamen Masterstudiengang mit einer technischen Universität in China. Und was üblicherweise in Präsenz stattfand, mit wenigen online gestützten Phasen, hat sich dann, das ist das zweite Bild, jetzt von einem Vortrag aus der letzten Woche mit Zoom, wie auch hier, über videobasierte Systeme, telekommunikative Systeme umsetzen lassen und hat damit sogar eine größere Reichweite entwickelt gegebenenfalls und kann aber, und das ist nun dieser kleine weiße Einblender Video on Demand hier, kann aber möglicherweise auch dazu führen, dass man gar nicht mehr personal miteinander interagiert, sondern einfach, so wie ich das gerade für eine Konferenz in Japan in der kommenden Woche gemacht habe, einfach ein Video einspricht, das hochlädt auf dem Videoserver und möglicherweise von Person zu Person nicht ohne weiteres in Kontakt kommt. Also das so als Hintergrundrauschen, dass der Kontext in Peking ist insofern relevant, weil tatsächlich aus dieser Vorlesungsreihe, die ich dort betreut habe, auch Überlegungen entstanden sind, eben zur Frage, wie sich verschiedene Entwicklungen systematisieren lassen. Und das ist ein Tafelbild von dort, also da ging es auch schon um die Frage, inwieweit eben Daten im Bildungsprozess eine Rolle spielen. Darauf komme ich gleich wieder zurück. Ich möchte aber jetzt tatsächlich nochmal etwas systematischer der Frage nachgehen, durch welche Trends zeichnen sich unsere Bildungsprozesse aus im Kontext von Higher Education oder beziehungsweise von akademischer Bildung, aber nicht nur in diesem Kontext. Und ich habe jetzt, ich will nicht sagen willkürlich, aber doch eine Auswahl getroffen von fünf Trends. Und das sind Überlegungen, die sind also älter als die Pandemie, wie vieles von dem, was ich auch hier berichte. Wir hatten ja auch eben verwiesen, dass die erste Studienabschlussarbeit schon an vor knapp 30 Jahren sich mit dem Thema letztlich Online-Kommunikation befasst hat. Das weist also auch nochmal darauf hin, dass wir jetzt nicht mit immer bloß mit tagesaktuellen Fragestellungen konfrontiert sind, sondern dass tatsächlich auch dem eine gewisse Historie mediengestützter Kommunikation beziehungsweise auch online-basierter Lehr- und Lernprozesse zugrunde liegen. Ein erster solcher Trend, auf den ich hinweisen möchte, ist das Auftauchen von sogenannten offenen Formaten. Die haben etwas zu tun mit virtueller Mobilität. Das heißt, ich kann also vom physischen Lernort unabhängig mich an andere Lernorte begeben und dort an Wissenskooperationsprozessen teilhaben, so wie wir das heute Abend auch tun. Das heißt, ich kann Bezug nehmen, kommunikativ zu Lernobjekten, aber auch zu Personen, zu Wissensträgern und mit diesen in einen Austausch kommen. Diese Offenheit meint aber nicht bloß sozusagen diese physische Entkopplung, sondern es meint auch eine institutionelle Entkopplung. Das heißt, ich kann Lernobjekte auch unter dieser Metapher der Openness nutzen, die oder Wissensobjekte, die tatsächlich abgelöst werden von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Organisation. Ich muss mich nicht einschreiben, damit ich dann vielleicht die letzte Open Access Publikation oder das letzte Skript, das aktuelle Skript aus der Kernuniversität in Hagen bekommen kann. Ja. Und solche Beispiele können wir regelmäßig beobachten. Ich will das mal ganz kurz anreißen hier und darauf verweisen, dass es eine derartige Entwicklung gibt. Ein zweiter Aspekt, der durchaus typisch ist, ist, dass viele von diesen Inhalten, die wir jetzt auch frei zur Verfügung bekommen, nicht ohne weiteres von pädagogischen Fachkräften verfasst sind, sondern sie sind sehr häufig auch von anderen Personen verfasst, die in keiner bestimmten Rolle oder Funktion in einem pädagogisch institutionalisierten Prozess stehen. Das können Autoren sein, die sich über Wikipedia entäußern, das kann jemand von der Webseite sein, das kann auch natürlich eine Lehrstuhlleiterin sein, die sich auf ihrer Website vielleicht über Forschung Gedanken macht. Es können aber auch YouTuber sein und andere Personen. Das heißt also, die Bildungssituation, die wird möglich unter Bezugnahme auf Wissensobjekte, kann auch sagen Lerninhalte, die durch Personen aus meinem Umfeld bereitgestellt werden, die ich, oder Umfeld jetzt in einem sehr weiten Sinne gefasst, die aber tatsächlich eher so peer-to-peer auf Augenhöhe entstehen und nicht durch eine hierarchische Positionierung dieser Person auch im Unterschied zu mir selbst als meinetwegen Novize oder Lernender gestaltet wird. Also eine entsprechende Möglichkeit, die sehr vielfältig ist und die natürlich auch dann in der Konsequenz dazu führt, dass bestimmte Kursmaterialien
die bisher dort eine Dominanz haben, damit in Frage gestellt werden, vielleicht sogar abgelöst werden, zumindest in eine Konkurrenzsituation kommen. Ein dritter Trend, auf den ich auch wieder ganz kurz eingehen möchte, ist die damit einhergehende Unabhängigkeit des Verhaltens von Lernenden oder Wissenssuchenden. Diese Personen können sich in eben auch wiederum neuartigen Formaten plötzlich sehr autonom bewegen. Sie können auch oft autonom entscheiden, ob sie eine oder beziehungsweise welche Lernsituation sie aufsuchen, in welche Wissensformation sie sich begeben und wer vielleicht auch die Expertin, der Experte sein kann, mit dem ich in Kontakt treten möchte, um beispielsweise mich fortzubilden. Ein ganz dieses Beispiel an dieser Stelle ist die Nachbereitung des Mathematikunterrichts, insbesondere in Sekundarstufe 2. Die wird vorzugsweise mit YouTube-Videos gestaltet, die natürlich nicht von der jeweiligen Lehrkraft produziert wurden. Und das ist aber nicht bloß im allgemeinbildenden Bereich der Fall, natürlich auch schon lange in der beruflichen Weiterbildung beziehungsweise auch in der akademischen Bildung. Kennen wir das aus dem Hochschulbereich. Also unabhängiges Verhalten von Lernenden und ein höheres Maß der Autonomie ist ganz wichtig. Dabei entstehen zum Teil auch neuartige Gemeinschaften dahingehend, dass ich also mit anderen Lernenden zusammenkommen kann oder eine stabile soziale Entität daraus entwickeln kann, wo ich dann regelmäßig auch den Kontakt suche, weil ich weiß, dass ich dort für den von mir, den mich interessierenden Wissensbestand auch eine quasi Partnerschaft finde und mich austauschen kann und entsprechend auch dann für andere vielleicht so peu à peu wertvolle Beiträge liefern kann. Das heißt, ich werde dann plötzlich zum Experten oder zur Expertin für andere Wissenssuchende, weil ich so ein Stück weit auch einen Wissensfortschritt habe oder weil ich mich eben durch eine auch Regelmäßigkeit eigener Beiträge für andere interessant gemacht habe, kann dann eben zum Autoren bei Wikipedia aufsteigen oder kann vielleicht auch in irgendeinem Forum entsprechend danach gefragt werden und werde dadurch, dass ich medial auch sichtbar bin, durch andere auch wiederum findbar und ansprechbar. Das hat alles jetzt noch nicht so sehr viel mit den Daten und dem heutigen Thema zu tun und deswegen möchte ich noch einen weiteren sozusagen Trend oder eine Entwicklung sichtbar machen. Es lässt sich auch beobachten, dass diese Medien oder durch digitale Online-Medien, Online-Kommunikation gestützten Aktivitäten immer auch Daten produzieren, Datenspuren hinterlassen. Und diese greifen wir zum Teil auf, zum Teil machen wir das in einer relativ konservativen Art und Weise, wenn wir beispielsweise Online-Tests durchführen. Selbst damit tun wir uns aber im Hochschulbereich vergleichsweise schwer. Das zeigt jetzt die Zeit der Pandemie und die damit verbundenen Bedarfe, sich umzustellen. Also das Online-Testen, E-Assessment geht uns noch nicht allen leicht von der Hand und wir fremdeln damit gern. Aber tatsächlich ist es so, dass auch unabhängig von einem bewussten Testen Daten an sich anfallen, allein dadurch, dass ich mit technischen Infrastrukturen interagiere. Und diese Daten können gegebenenfalls auch genutzt werden, um dann entsprechend erstmal Lernhandlungen oder wissensbezogene Handlungen, ob nun individuell als HCI oder eben kooperativ, kommunikativ als interpersonale Formate, auch zu analysieren zu können, begleiten zu können, was da passiert und gegebenenfalls daraus auch Schlüsse zu ziehen, wo Unterstützung notwendig ist, beziehungsweise wo vielleicht auch Unterstützung eben nicht notwendig ist, weil Lernen selbstgesteuert sehr erfolgreich passiert. Zum Teil gehen wir auch darauf ein, indem wir dann spezifische Angebote unterbreiten, die dann in Abhängigkeit von einem bestimmten Lernfortschritt oder einer bestimmten Verhaltensweise, bestimmten Datenlagen eben erkennen lassen, dass Lernende einerseits vielleicht einen anderen Lernpfad beschreiten sollten, andererseits vielleicht auch schon mit ein Ziel erreicht haben und insofern auch ohne einen Abschlusstest klar ist, dass im Prinzip die Lernhandlung erfolgreich bewältigt wurde. Also Daten spielen eine Rolle und diese Daten, um das nochmal kurz zusammenzufassen, fallen gegebenenfalls auch zufällig an. Oft werden sie sogar eher kritisch beäugt und als Risiko empfunden, denn als ein Eintritt oder als eine Möglichkeit auch einer für die Lernenden wie auch für die betreuenden Lehrkräfte hilfreichen Unterstützungsmethode verstanden zu werden.
Jetzt möchte ich allmählich den Bogen bekommen zu der Frage, kann man denn aus diesen erkursorischen Beobachtungen auch so etwas wie eine Theorie eines digitalen Lernens formen und ja, oder darin vielleicht auch erkennen. Vielleicht als ein Einstieg hier nochmal zwei Begrifflichkeiten. Wir sprechen mitunter von Technology Enhanced Learning und Technology Enhanced Teaching. Das sind Begriffe, die durchaus in einer bestimmten Lerntechnologieszene häufiger zu finden sind. Es geht also darum, dass ich Lernsituationen durch Technologien, und diese Technologien meinen tatsächlich eher digitale Werkzeuge, unterstütze. Und ich habe das aber in dem Alltag an jeder Bildungsinstitution in sehr unterschiedlicher Weise. Technologien sind klassischerweise analog gewesen. In bestimmten Konfigurationen kommen sie eigentlich in jeder Lernsituation vor, bis hin zum gedruckten Buch oder zu handschriftlichen Notizen. Auch das kann ich als Lerntechnologie verstehen. Aber mittlerweile sind wir über eine lange Diskussion betreffend E-Learning und Online-Lernen stärker auch zu dem Verständnis gekommen, dass es aktuell wichtig ist zu verstehen, wie diese digital gestützten Technologien funktionieren, sowohl als Lerntechnologie als auch eben andererseits als Lehrtechnologie. Diese Dualität zwischen Lernen und Lehren, die bleibt in gewisser Weise erhalten, selbst wenn ich vorangehend ja eher problematisiert habe, dass man die auch durchaus auflösen kann. Ich kann auch lernen, ohne dass eine Lehrkraft, ohne dass ein bewusstes, intendiertes Lehren dabei passiert. Diese Begrifflichkeiten, die sind sicherlich hilfreich, um sozusagen etwas zu systematisieren und vielleicht manche Details zu erkennen, aber an sich erklären die noch nicht so sehr viel, was eigentlich passiert. Und ich würde jetzt im Weiteren auch nochmal versuchen zu erkennen, wie denn sich die Digitalisierung auf die am Bildungsprozess beteiligten Rollen übertragen lässt. Und was Sie sehen, ist jetzt nochmal so ein Tafelbild aus Peking oder eins, was ich, also mein eigenes, was ich da dann fotografiert habe. Und habe also dann den Studierenden vorgeschlagen, naja, wir versuchen doch mal einfach, können wir uns denn vorstellen, dass sich die beiden Hauptakteure, nämlich die Lehrkraft und der oder die Lernende, ob die sich auch digitalisieren lassen. Ja. Das war zu einem Zeitpunkt kurz vor der Pandemie, also hat tatsächlich vom Überlegen her erstmal gar nichts mit der aktuellen besonderen Situation zu tun, wie auch die Vorlesungsreihe eigentlich nicht, sondern das sind Themen, die tatsächlich auch sozusagen dem Stand der Forschung oder dem wissenschaftlichen Zeitgeist entsprechen, inzwischen vielleicht ein bisschen mehr Beachtung erfahren, weil sie im Alltag doch eine andere Wirksamkeit zulassen oder eine andere Wirksamkeit im Alltag erwartet wird. Ich werde das gleich nochmal in einer etwas besser lesbaren Form präsentieren. Ich möchte aber jetzt nochmal auf diese Grundideen der Theorie des digitalen Lernens eingehen. Also die erste Überlegung ist, dass wir tatsächlich die Interaktion zwischen Personen beziehungsweise auch ihren digitalen oder medialen Repräsentationen auf der Basis von Daten stattfindet. Das ist sozusagen eine erste Grundannahme und das betrifft sowohl die Lernenden als auch die Lehrenden. Das kann also auch Lernende untereinander betreffen, aber es betrifft auch Lehrende. Und die Erwartung ist, dass wir gegebenenfalls also auch nicht bloß zwischen Person und Person, sondern zwischen auch den Personen auf der Lernseite und vielleicht den Daten der Lehrkraft und umgekehrt entsprechende Interaktionen zulassen können oder dass die vielleicht sogar konstituierend sind für eine entsprechende Lern- oder Lehrhandlung. Und möglicherweise, das war jetzt eine weitere Frage, die wir dann untersucht haben, möglicherweise lässt sich das ja auch dieser Gedanke übertragen oder fortschreiben im Kontext nicht bloß einer digitalen, sprich nicht physischen Situation, sondern auch dann wiederum in eine physische Konfiguration bringen, wenn wir dann also über digital gestützte physische Infrastrukturen sprechen. Wie kann das konkret aussehen? Ich glaube, jetzt wird es noch etwas übersichtlicher. Wie Sie sehen, in dieser Matrix gibt es im Prinzip verschiedene Spalten. Ich fange mal ganz links an. Da sind sozusagen diese vier
Typen des Lernenden zu beachten. Es gibt Online-Student 1, Online-Student 2, den virtuellen Studenten und den lernenden Roboter. Und vielleicht fange ich in der ersten inhaltlichen Zeile an. Dann ist der Online-Student 1, der steht sozusagen als realer Student synchron im Lernprozess bereit. Es handelt sich um eine physische Person und diese Person trifft, diese lernende Person trifft auf eine lehrende Person. Und das kann dann zum Beispiel ein Online-Tutor sein oder ein Teleteacher. Begrifflichkeiten dafür gibt es viele, die gibt es auch schon seit bestimmt 20 Jahren. Also das ist in gewisser Weise eine medienvermittelte oder online vermittelte Kommunikation, die stattfindet. In beiden Fällen handelt es sich das um reale Personen, die dann aber, so wie wir heute, miteinander in Kontakt kommen und sich austauschen, aber sich eben nicht am gleichen Ort begegnen. In einer zweiten Form ist es denkbar, in der nächsten Stufe ist es denkbar, dass die Personen nicht tatsächlich in ihrer physischen Verfasstheit zeitgleich miteinander zusammentreffen. Das passiert am heutigen Abend beispielsweise dadurch, dass der Vortrag aufgezeichnet wird und gegebenenfalls durch weitere Interessierte im Nachhinein auch aufgesucht werden kann. Also sozusagen eine echte Kommunikation mehr mit der mit dem Referenten stattfindet. Und das kann auch dann so weit gehen, dass ich beispielsweise mit meinem eigenen Vortrag interagiere, indem ich bitte nochmal ansehe. Ja, da gibt es also dann plötzlich noch neuartige Möglichkeiten. Trotzdem bleibt sozusagen das Prinzip Person zu Person in gewisser Weise erhalten. Also die mediale Repräsentation, die jetzt durch die Aufzeichnung entsteht, die umfasst ja sozusagen oder die zeigt mich während meines Vortrages als Video- und Audiosignal. Insofern bin ich als reale Person noch kenntlich. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, dass bei dem eben gewählten Beispiel Sie als die Zuhörerin oder Zuschauerin, als die sozusagen Lernenden in dem Fall, dann für mich als Lehrperson nicht sichtbar werden. Das ist nochmal ein Sonderfall, den würde ich jetzt nicht weiter thematisieren, da können wir vielleicht eine Diskussion dann machen. Ja, dann, das ist sozusagen noch nicht so ganz spannend. Spannender finde ich dann tatsächlich die Überlegung, brauche ich denn dieses Abbild der Lehrperson in dieser Situation oder benötige ich auch das Abbild der Studierenden? Und da denke ich, zucken wir erstmal zusammen und stellen uns die Frage, kann es denn sein, dass ich einen virtuellen Studenten oder Studentin unterrichte? Oder kann es vielleicht ein bisschen einfacher, kann es sein, dass mich ein virtueller Teacher, eine virtuelle Lehrkraft unterrichtet? Da würde ich schon sagen, ja, das kann sein, dass eine Lehrkraft virtuell da ist. Da reden wir nämlich dann über zum Beispiel KI-Systeme oder wir reden über Avatare, die uns tatsächlich auch in unserem Alltag helfen beim Bewältigen von Wissensaufgaben. Diese Avatare, die können gegebenenfalls uns begegnen in Form einer Konfiguration, einer Software über unsere mobilen Endgeräte und aber auch in anderer Form. Also die reagieren personalisiert auf uns, sie können aber natürlich auch auf eine große Gruppe reagieren. Das heißt, Virtualisierung auf Seiten der Lehrkraft scheint doch ohne weiteres möglich. Es ist die Frage, macht die Virtualisierung auf Seiten der Lernenden überhaupt Sinn? Kann das sinnvoll sein, darüber nachzudenken, ob Studierende oder Lernende uns in virtueller Form begegnen können als Lehrkraft? Und wenn man so einen kleinen Augenblick darüber nachdenkt, dann muss man diese Frage eigentlich bejahen, weil wenn ich beispielsweise die Daten von Studierenden habe, die ich dann bewerte, dann ist möglicherweise ja die, also dann verschwinden oder treten ganz bewusst die Studierenden als Personen in den Hintergrund. Das ist sogar konstituierend für viele Praxen in der Bildung. Da auch aus dem Wissenschaftskontext kennen wir Prinzipien von Double Blind Peer Review. Also da geht es um die Daten, die jemand hinterlassen hat und ich arbeite mit diesen Daten weiter. Und jetzt ist die spannende Frage, kann es denn sein, dass eine virtuelle Lehrkraft mit einem virtuellen Lernenden zusammentrifft? Ja? Also sozusagen diesem
Begriff oder den ich auch in dem Titel eingebettet habe, Daten treffen Daten. Selbst das ist denkbar, wenn ich beispielsweise KI-Systeme oder eben auch andere softwarebasierte Systeme insbesondere einsetze, um diese Studierendendaten zu verarbeiten und Auswertungen durchzuführen. Genau das passiert, wenn ich einen Multiple-Choice-Test automatisiert auswerte oder wenn wir mit einer Text-, mit einer semantischen Technologie meinetwegen auch essayartige Situationen bearbeiten oder wenn ich eine Suchanfrage an Google stelle, dann ist das auch so, dass sozusagen meine Daten auf die Daten dieser Wissens- oder Lerntechnologie treffen. Das ist also etwas, was offenbar in unserem Alltag schon angekommen ist. Und ich finde es ganz wichtig, da nochmal drüber nachzudenken, was das bedeutet. Machen wir dann vielleicht auch eine Diskussion für die Bedarfe, die Lernende wie auch Lehrende in einer solche Art konfigurierten Bildungs- oder pädagogischen Situation erleben. Und jetzt der letzte Schritt. Gibt es die Möglichkeit, dann auch eine Untersuchung oder eine weitere Entwicklung im Hinblick auf die physische Verfasstheit von Akteuren beim Lernen zu gestalten oder zu gehen? Und nun kann man wieder auf Seiten der Lehrkraft beginnen, das ist vielleicht leichter nachvollziehbar. Natürlich gibt es Beispiele, selbst wenn die im deutschsprachigen Raum nicht so ohne weiteres häufig zu treffen sind, dass wir roboterartige Technologien haben, die auch als quasi pädagogisches Personal Lehrer- oder Lehrkräfterollen übernehmen und dann in Bildungsprozesse eintreten. Es ist eher aus dem asiatischen Raum bekannt, dass derartige Systeme im Einsatz sind. Also das heißt sozusagen, eine physische Konfiguration kann eine Rolle spielen. Und wenn wir dann auf Seiten der Lernenden schauen, dann werden wir bei so etwas wie Machine Learning oder bei dem, was gerade auch viel bei den jetzt hier in Dresden wieder französischen Ingenieurwissenschaften diskutiert wird, wie weit eben eine Maschine von der nächsten Maschine lernen kann und vielleicht die erste Maschine vom Menschen gelernt hat und dann bestimmte Handlungsweisen gerade in industriellen Praxis auch nachvollziehen kann. Nicht mehr dadurch, dass die Maschine ursprünglich programmiert wurde, sondern dass sie tatsächlich durch die Beobachtung menschlichen Verhaltens sozusagen und das Nachahmen dessen bestimmte Handlungen übernommen hat. Also es gibt da auch eine Vielzahl von Konfigurationen, die möglich und denkbar sind. Und insofern lassen sich dann also sogar Beispiele finden, dass wir eben auch digitale, physische Infrastrukturen in eine solche Betrachtung insgesamt mit einbeziehen. Das scheint uns, mir auch, will ich ehrlicherweise sagen, etwas fremd oder befremdlich bisher, dass wir plötzlich Roboter in der Schulklasse sitzen haben, aber im betrieblichen Prozess, wenn es darum geht, dass ich beispielsweise ein Auto produziere oder eine andere Technologie habe, dann sind diese Technologien auch tatsächlich nicht mehr so fern von unserem Alltag und aus den Fabriken sind sie eh nicht mehr wegzudenken. Ja, das sozusagen als die Systematik. Jetzt möchte ich noch nicht ganz zum Schluss kommen, aber der Frage nachgehen, inwieweit sich denn auch diese Überlegungen zum digitalen Lernen oder digitalen Lernen und Lehren als Anforderung eine Theorie nochmal vielleicht deutlich herausarbeiten lassen. Also mit einer Theorie geht es darum, dass ich Realität modellhaft abbilden kann. Ich glaube, das gelingt durchaus. Ein weiteres Ziel wäre unter anderem, dass ich auch empirische oder Möglichkeiten anbiete, um empirisch den Sachverhalt operationalisieren zu können. Das, was jetzt hier beschrieben ist, lässt sich durchaus auch empirisch untersuchen und wie auch anhand der Beispiele deutlich wurde, ganz gut im Bildungsalltag platzieren. Spannend ist die Frage, welche Vorhersagen kann ich daraus ableiten? Kann ich Vorhersagen ableiten, zum Beispiel, wie sozusagen dann vollständige Lernhandlungen aussehen würden oder auch vorhersagen, welche pädagogischen Interventionsmöglichkeiten die Lehrkräfte vor dem Hintergrund vielleicht einer bestimmten Stufenzuordnung haben. Das wäre zu diskutieren, das mache ich jetzt hier nicht, dazu fehlt mir die Zeit und dazu ist es auch noch nicht ausreichend durchdacht. Aber andererseits muss man auch sagen, Theorien sind immer auch so ein Stück weit spekulativ und lassen bestimmte Annahmen zu und manches gerät dann vielleicht auch aus dem Blick. Das ist dann auch tatsächlich eine Frage für die Weiterentwicklung. Die Vorhersagen, zu denen möchte ich aber ganz konkret noch etwas
sagen und vielleicht schon eine erste Frage damit andeuten. Lernende und Lehrende werden datenbasiert abgebildet, beziehungsweise Lernende und Lehrende können datenbasiert abgebildet werden. Das ist ein nicht unerheblicher Unterschied, ja, auch gerade was die Handlungsmöglichkeiten von Lernenden und Lehrenden ausmacht. Meine Eingangsthese war ja, dass wir diese datenbasierte Abbildung de facto en passant mitnehmen können oder erleben, weil eben durch die Digitalisierung unserer Infrastrukturen in Bildungskontexten, egal ob Schule oder Hochschule oder berufliche Weiterbildung, tatsächlich permanent eine Datenbasiertheit zu beobachten ist, auch wenn diese bisher zumindest in der Regel nicht pädagogisch intendiert ist. Und hinsichtlich der These Daten treffen Daten, müsste man vielleicht auch nochmal weiter spezifizieren, welche Art von Daten da aufeinander treffen. Wir arbeiten in unserem Projekt insbesondere mit textbasierten Daten, nehmen aber dort auch Quantifizierungen vor. Und spätestens an dieser Stelle ist dann auch das Projekt Tech for Comp aufzurufen, was also in der Vortragsreihe auch schon mehrfach zu hören war. Es geht hier darum, dass wir Kompetenzentwicklung durch digital gestützte, datengestützte Mentoring-Prozesse a. skalierbar gestalten und b. überhaupt auch individuell spezifisch, sprich personalisierbar begleiten. Das ist insbesondere dann relevant, wenn eine Vielzahl von Lernenden, in unserem Fall Studierende, zu betreuen sind. Dann ist das durch einzelne Personen als Lehrkräfte nicht zu schaffen. Hochschule ist immer auch ein Stück Massenbetrieb. Und dafür haben wir KI-Systeme entwickelt und testen die auch gerade in einem großen Forschungsverbund mit insgesamt 8 Partnern. Und neben einem KI-System haben wir auch eine Art Mentoring-Workbench definiert, welche den Lehrkräften ermöglichen soll, eben bei Aufgaben des Mentoring auf verschiedene Infrastrukturen zurückzugreifen. Ich habe es mir verkniffen, das jetzt live zu präsentieren, weil ich glaube, das kostet zu viel Zeit, aber vielleicht kann man das ja auf der Präsentation gerade noch erkennen. Sie sehen hier einen Screenshot, den ich heute Morgen in unserem Lernmanagementsystem gemacht habe, und da, wo der kleine orange Pfeil zu sehen ist, steht dann Mentoring Workbench, und das ist das Fenster, was gerade geöffnet ist, und da sagt, also das System bietet mir 2 Möglichkeiten an. Ich kann Textanalysen durchführen, also Analyse von eigenen Texten dabei durchführen, oder ich kann beispielsweise Feedback bekommen zu einer Probeklausur, die ganz wichtig keine Multiple-Choice-Klausur ist, sondern tatsächlich in der Form als ein selbstverfasster Text funktioniert, also eher essayartig. Und ich blätter mal noch eins weiter, und dann bekomme ich in der Interaktion mit dem Chatbot, hier ist links das Menü zu sehen, dem ich dann auch meinen Text übergeben habe, dann Antworten. Und da sind solche Abbildungen dabei, die dann zeigen, wie sozusagen die Begriffe, mit denen ich gearbeitet habe, miteinander in meinem Text im Zusammenhang stehen. Und dafür nutzen wir also entsprechende Technologien, um solche Analysen auch in Echtzeit, will ich mal sagen, also sehr kurzfristig durchführen zu können. Das Ganze ist im prototypischen Betrieb. Wir haben es eingebettet in das Opal-System, das ist die Lernplattform der Hochschulen in Sachsen, und mit ungefähr 80 bis 100.000 Studierenden, die zurzeit darauf arbeiten, meines Erachtens die größte solche akademische Lernplattform, gerade in Deutschland, wird auch in anderen Hochschulen, in anderen Bundesländern eingesetzt, ist also insofern prototypisch übertragbar und funktioniert genauso gut auch mit dieser Integration beispielsweise in Moodle. Ja, ganz abschließend möchte ich Sie einladen zu einer Diskussion und vielleicht auch zum weitergehenden Diskurs. Wenn wir das nicht verkneifen, den Herrn rechts jetzt mal ins Bild zu nehmen. Ich denke, das passt durchaus sehr gut. Das zeigt auch, dass manche der Perspektiven, die wir jetzt in der Wissenschaft verstärkt thematisieren, möglicherweise auch kreative Inspiration entspringen können und mitunter schon vor Jahren auch gedacht wurden. Fragen, für die ich gerne ins Gespräch kommen würde, betreffen insbesondere die Frage, ob das ein fachlicher Bezug oder eine Einbettung in die eher bildungsorientierten Wissenschaften oder eben auch Informatik, Informationswissenschaften
ja nochmal für eine solche Modellierung zu trennen sind oder ob sie allenthalben, egal vor welchem Hintergrund, damit etwas anfangen können. Und natürlich auch die Frage, inwieweit sie da für sich persönlich oder für ihre Handlungsweisen bestimmte Gestaltungsoptionen oder auch Handlungserfordernisse darauf ableiten. Das ableiten, wenn sie selbst als Dozentin, Dozent oder als Lehrkraft andernorts tätig sind, dann stellt sich die Frage natürlich, ob ich eben mit diesen Technologien oder mit den Daten auch in bestimmter Weise umgehen möchte oder umgehen muss. Wenn Sie die Gespräche fortführen wollen, auch nach den jetzt verbleibenden 15, 20 Minuten, dann lade ich Sie herzlich ein. Es findet im Herbst online in Leipzig die GmbH-Jahrestagung statt. Wir haben auch in Dresden zwei Tagungen zum kollaborativen Lernen bzw. zur Entwicklung von Gemeinschaft neuen Medien. Die Links sehen Sie hier. Man kann es auch einfach googeln. Und dadurch, dass Sie eben in hybriden oder gänzlich Online-Format stattfinden, ist die Teilhabe auch ohne einen größeren touristischen Aufwand möglich. Ich danke mich herzlich für das Zuhören und freue mich jetzt auf die Diskussion.